Also das, das Blison scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow, noch eine Dimension. Ist das dein Blizzard? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Anlage abgeriegelt. Oh, das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Schadenswarnung in der Anlage. Sicherheitsabriegelung eingehalten. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Alle Käufe sind verbindlich, Schatz. Was verbessere ich mal? Riste das Schmuckstück auf! Wow. Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher bist du? Natürlich, das Blizzard! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben, was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzard-Kristall. Oh mein Gott. Soldaten. Wir müssen an ihnen vorbei und irgendwie zurück in die intakte Dimension.
Quarz? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Sie sendet für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir da... Wir sind eingesperrt. Aha! Geschafft! Abriegelung aufgehoben. Vielen Dank. Und noch einen sicheren, höllisch schönen Tag auf Blisa. Also nie. Mann, wo sind wir? Wen juckt's? Schnapp den Lombax! Ja, noch mehr Halsabschneider? Sind vielleicht gut, aber wir sind noch besser. Bitte Hände und Füße drin behalten und die Danke für die Hilfe, Bolts. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Bergbauzentrale. Vielleicht weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch alles, hä? In der Tat. Zum Beispiel verbringt ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen? Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten. Nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Belisar meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Thank you.
glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bolz, konzentrier dich. Oh, das tut mir leid. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Das ist irgendwie heftig. Auf tödliche, furchtbare Weise. Da, das muss die Chefingenieurin sein. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Da! Einer meiner Bots ist da oben! Das ist... Oh, die liebe Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wow, Überraschungsangriff! Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar! Noch ein Bot. Bin dran. Willst du schon aufgeben? Ich wäre dir sehr verbunden. Sicherheitsglas. Chefingenieurin. Freundschaftsanfrage abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh. Hör auf zu jammern, Jim.
Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Stopp und hör zu! Ist beschädigt. So dringend braucht ihr es nicht. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Ich finde Bürokratie erdrückend. Was auch immer das für einen Sinn ergibt. Begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Haben die Bot-Plattform erreicht. Aber der funktionierende Bot ist in der intakten Dimension. Stimmt. Irgendwas entgeht uns. Vielleicht einen Schritt näher kommen. Mit einer wichtigen Nachricht.
menschliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Angst, keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem. Allerdings sind sie laut der Bewegungssensoren aus. Raum? Oh, ich Dummkopf. Die Decke. Die vergesse ich immer. Position unbekannt. Lebensformen unbekannt. Protokoll vernichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an Dai. Und jetzt mache ich Altmetall draus. Sicher? Freudenlaute! Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Wow! Das sieht nicht gut aus! Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Meine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Ich genehmige keinen Bohrer-Einsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir nachher zum Karaoke? Karaoke, beste Freundin? Clank, ich habe Ratchet gesehen. Auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut. Dünner, als ich dachte. Aber insgesamt hält. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine... Das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Blockiert. Bestimmt kann mir die Säge weiterhelfen.
wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ah, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie: Das ist ein Blag-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhofzahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Oh Mann, ich muss das aufschreiben. Das war unglaublich, Clank. Bleiben nur noch zwei. Und, wie läuft's mit Rivet? Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Das macht also die Jugend von heute? Hey, ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Damit bleibt man schön auf dem Teppich. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Ich bin kein Experte, aber ich denke, es könnten weitere Kugeln in der Nähe sein. Meine Möglichkeiten sind eine Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. Die Säge blockiert den Weg, wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Oh, schön! Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu benutzen.
es irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Was anmerken dürfte. Vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach... Ah, Clank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Pömpel dabei. Wurde behoben. Tolle Arbeit, Clank. Vielen Dank. Nein, dank dir. Und vergiss... Kümmern wir uns um die Verstopfung. Ja. Ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Passt da. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolz. Wir ziehen an. Die Männergang ist zurück. Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Ha!
uns hin. Ich frage mich ständig... Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren's bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Wir kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Wow! Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Lombax, Roboter, tolle Neuigkeiten! Ich habe die Nachricht entschlüsselt! Hör zu! Hör zu! Nicht den Bohrer einschalten! Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet! Entdeckung! Abriegelung aktiviert! Vielleicht klappt eine Fernabschaltung? Dieser elende Bohrer! Ich dachte, du magst große Maschinen. Ich habe meine Meinung geändert. Quarz. Da, in dem Bohrerstrahl. Ja. Oh, ihr Kerle. Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. Schönen Tag auf Lisa. Wir werden nicht sterben. Auf
nicht höllisch. Was hast du vor? Dieser Transporter, er ist groß und schwer. Und voller Treibstoff. Und gefährlich nah dran zur Bombe zu werden. Oder wir rammen damit den Bohrer, lösen ihn und verhindern so, dass der Planet zerbürst. Eigentlich verstößt das gegen das Protokoll, aber wir leben in einer postapokalyptischen Welt. Also was soll's? Dann bereit machen für den Aufschlag. Hallo? Hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht. Ich habe nämlich meine Trauerlaute gelöscht, als wir beste Freunde wurden. Nicht jetzt, Jim. Jetzt hätte ich gern einen Trauerlaut. Alles weg. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es... Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten? Okay, Boltz, suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Dann haben wir...